Servus, meine Lieben, da sind wir wieder mal in unserer auch, ja, mittlerweile schon ansehnlichen Büro, Wohn, Einzimmer-Apartment. Ja, wir können dann eigentlich irgendwo noch mal was mit dem Garten machen. Das letzte Mal haben wir ja sogar das Bad renoviert. Ja, schaut jetzt auch schon viel wohnlicher aus. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch gleich mal, was wir alles im Posteingang haben. Zuerst würde ich sagen, schauen wir im Browser, was mich mal interessiert. Fast der Garten selbst zu so. Oho, können wir uns ja schon mal ein bisschen was leisten. Oh Gott, da ist es. Das Haus von Breaking Bad. Nicht zu verfehlen mit der Pizza. Hackerloft, das klingt interessant. Das könnte unser neues Bürogebäude werden, wenn wir es uns dann leisten können. Wohnbunker und Bunker. Also mich würde jetzt ja irgendwie einmal so eine Bunkermission interessieren. Kitschhaus, Badezimmer und Werkstatt, Haus aufräumen, streichen. Ja, ich würde sagen, wir machen mal eine Bunkermission, weil... Warum nicht? Betreff Wohnbunker. Letzte Woche hat meine teuerste und wundervolle Frau beschlossen, dass meine Schwiegermutter bei uns einzieht. Ich habe beschlossen, dass für die geliebte Schwiegermutter eine kalte Konstruktion aus Metall am besten sein wird. Am besten noch unter der Erde. Kurz gesagt, ich möchte sie im Bunker unterbringen. Das alles ist natürlich nur zu ihrer Sicherheit. Wie sollte es denn auch anders sein? Damit es aber auch dazu kommt, muss sie ein Minimum zum Leben haben. Ein Bett, ein Badezimmer, eine Küche. Und wenn ich Minimum sage, dann meine ich das auch. Übertreibe nicht. Es muss nicht besonders gemütlich werden. Ich hoffe nämlich, dass sie nicht lange bleiben möchte. Es wäre gut, wenn es dort auch einige Sachen geben würde, um eine Katastrophe zu überstehen. So könnte ich meine Frau eher davon überzeugen, dass es um die Sicherheit ihrer Mutter geht. Unterschrieben von einem, der auf dem Auszug der lieben Schwiegermutter wartet. Naja, das machen wir doch gerne. Okay. In dem Bunker war schon ewig kein Mensch mehr drin, würde ich mal sagen. Heilig sind die, ist ja. Wow! So, da sind wir. Also ich schätze mal, der Bunker wird irgendwo draußen sein. Dann muss ich mal wahrscheinlich durchs Haus. Ha, da ist er. Wieder so viel Dreck erst. Ah, Spinnenkammer. Oh Gott. Ja, passt ja. Ja, ich werde dann ein bisschen was umsortieren, weil... Das hört ja so keiner aus, ne? Ach, die Stühle sind auch zum Wegschmeißen. Okay. Ich hoffe, es sind keine Leute anwesend mit Kakerlaken verbunden. Ist ja jetzt noch?
Also, da gibt es kein Prozent. Da steht nur, dass es Kakerlaken es gibt. Eigentlich geht's natürlich. Dann da machen wir wieder euch. So. Oha! Es geht um die Sicherheit. Definitiv. Okay, da ist ein Haufen. Gut, an dem Spot können wir noch hin. Zuerst dann machen wir da heraus. Ja, wenn ich schon mal da bin, dann muss ich ja irgendwie ein bisschen aufräumen. Ich sehe da irgendwie einen Dreck? Ich sehe da keinen. Aha, die Flaschen war dreckig. Achso, ist das auch Müll? Ah, okay. Da ist ein Spinn wie ein Paar. Okay. Ja, jetzt habe ich es gemacht. So. Gut, wahrscheinlich bin ich jetzt mehr mich damit beschäftigt, dass ich die Sachen da sortiere. Nee. Das ist nicht alles, dass so irgendwie kreuz und quer stehen lassen. Ich meine, das ist ja Zustand, ne? Gut, Steckdosen haben wir auf jeden Fall genug. So, ja, dann würde ich mal sagen. Okay, die kriege ich gerade rein. Na gut. Jetzt hat gleich da mal das Medikit unter Anführungszeichen. Wie sagen die Wasserflaschen? Jetzt ist da wenigstens eine. Okay. Was auch immer das ist, schaut aus wie Riesensenf.
ist eine. Dass die Schwiegermutter da unten genug Platz hat, nur ihre ja, noch eine zu kriegen. Also die können den nächsten nuklearen Winter da sicher gut aushalten da unten. Aber ich kann das absolut nicht ab, wenn da irgendwo Sachen schief am Turm stehen. Da schreit mein innerer Monk. Was ist das? Jo, Fleischbällchen. Auch noch Fleischbällchen? Jo. Anscheinend auch du, was ich schon gesehen habe, also na gut, ja, das muss ich schnell umsortieren, sehr. So, Pasta. Pasta hat aber definitiv auch gehört. Also die können da unten schon ein paar Wochen überleben mit dem ganzen Zeugs. Cheese. Gut, dann haben wir jetzt nur mehr Reis, wie schön.
Ja, so, schaut doch schon mal ein bisschen geordnet aus. Also da oben ist auch noch was. Ja, aber das kann man schnell umstellen. Wer hat nicht gern seine Waffen und alles beieinander? Wunderbar! So, was soll man einbauen? Eine Stromturbine. Küchenschrank, die Stromturbine können wir doch vielleicht zeitlich nehmen. Kaufe viele brauchen wir. Ja, wenn man aus dem Bad kommt, wird man von der Turbine begrüßt. Das ist super. Küchenschrank mit Schubfüllen, Küchenschrank mit zwei Türen. Was haben wir denn da mal die Küchenspüle hier? Zu beißen. Induktionsherd. Ja, da kann ich mir ja Lebensmittel reingeben. Gut, die Wasserflaschen, die muss ich dann ein bisschen umstellen, dass wir da einen Platz haben für perfekt. Achso, dann muss ich zwei kaufen. Der andere muss halt dann bei der Turbine sitzen. Das geht halt nicht anders. Und da kommt gleich das Etagenbild hier. Und so. Also man kommt rein, kann sich gleich schlafen legen. Perfekt. Naja, das ist der zweite Ausgang oder wie? Und da schaut ja aus, hier ist die 50. Super. Dann nimmt jemand ein schnelles Brot und dann sind wir fertig. Die anderen auch dran. Ach, entschuldigt's kurz. Mein Auge trinkt einmal. Ah, ist das ungut. So. Das Piratenleben ist nicht leicht, kann ich sagen.
Ja. Gut, dann bauen wir eine Dusche. Das ist ja nicht zu. Ach, das ging ja fix. Küssen. Jo. Kompaktes WC. Ja, wo ist Schuhe jetzt da? Tjo, ich kann mich noch erinnern, wie ich mein WC eingebaut habe. Das ist nicht so schnell gegangen. Einfach nur irgendein Waschbecken und geht schon. Beilogscheiben, Mutter, ganz ohne Schraubenschlüssel erst. Wir sind nicht gut. Los. Ja, irgendwie ist der Anklopfen halt ein bisschen ungut. Also, so, Auftrag beendet. Alles erledigt. 10.000 möchten wir abschließen? Natürlich! 10.000 Flocken nehmen wir doch gerne. Ja, das Konto wächst und gedeiht, ist doch schön. Dann bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen, wieder mal danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht es gut und friert euch!